Im weiteren Verlauf der Woche der Religionen ist dann im islamischen Kulturzentrum an der Oristalstrasse in Liestal ein Podiumsanlass plus eine Ausstellung zum Thema Glauben und Alltag unter einem Dach durchgeführt worden. Wir organisieren gemeinsam mit den beiden Kantonen die Woche der Religionen, die jedes Jahr im November stattfindet. Und das Wichtige ist, wir sind eine unabhängige Fachstelle. Das heißt, wir vertreten nicht die Interesse einer Kirche oder eines Moscheevereins, sondern sind interreligiös aufgestellt. Und deswegen können wir für ein ausgewogenes Programm hier für die Woche der Religionen sorgen und genau kuratieren dieses Programm. Ich denke, gerade merken wir, dass es wichtiger denn je ist, dass wir lernen, mit Diversität umzugehen und wirklich die Menschlichkeit zu erkennen hinter diesen ganzen Debatten und hinter ja auch den schwierigen Situationen. Deswegen ist es dieses Jahr uns wirklich auch noch mal mehr ans Herz gewachsen. Aber ich habe schon lange eine Passion. Ich finde es spannend zu hören, was Menschen bewegt, woran sie glauben, was ihnen eine Stütze im Alltag gibt und das eben über alle Religionsgrenzen auch hinweg. Ich denke, wir müssen auch mit einer Offenheit hier in solche Veranstaltungen reingehen. Es ist so, es gibt Player, die schon lange am interreligiösen Dialog beteiligt sind und es gibt diejenigen, die vielleicht auch noch nicht so lange hier im Umfeld etabliert sind, es gar nicht gewöhnt sind, in der Öffentlichkeit ihre Stimme zu vertreten. Und mir ist das wichtig, dass man eben unterschiedlichen Playern eine Stimme gibt, eben auch die, die vorher unsichtbar waren. Und ich denke, da sind wir wie auf einem gemeinsamen Lernprozess, wer da welche Position einnimmt und wie man sich auch in der Öffentlichkeit ausdrücken kann. Ein paar Worte zum Islamischen Kulturzentrum in Liestal. Da darf man sich wirklich nicht nur vorstellen, dass es ein Ort ist, nur zum Beten, sondern wir sind wirklich ein viel grösseres Kulturzentrum. Da geht es darum, wir haben verschiedene Sprachkurse, wir haben verschiedene Events, wie zum Beispiel das Food Festival Liestal. Also das ist wirklich top, da lade ich euch alle ganz herzlich ein. Wir haben Spielgruppen für kleine Kinder, wir haben Sprachkurse für Arabisch, Deutsch und wir tun auch junge Jugendliche unterstützen bei Nachhilfe etc. Und immer wieder offen für neue Sachen. Also wenn ihr auch Ideen habt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Und dann liegt es uns am Herzen, dass wir auch wie einen Raum können, zur Verfügung stellen können, der auch so ein bisschen Sozialisierung fördert. Und abschließend Ihre Einschätzung zum Thema Glauben. Also ich denke, Glaube ist immer so ein bisschen unterschiedlich in dem Sinn, dass es halt jeder auch anders aufnimmt, jeder tut sich anders ausleben. Ich finde es cool, wenn man offen für alle Glaubensrichtungen ist, dass man sich auch gegenseitig respektiert und vielleicht auch offen darüber redet, zum Vorurteil brechen, zum ein kulturellen Hintergrund auch kennenlernen. Und ich denke auch, das tut ein bisschen das gemeinsam fördern und nicht das Gegeneinander.